Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir sprechen heute über den DAX. Der deutsche Leitindex hatte in der vergangenen Woche über 3% nachgegeben. Es gibt einige Belastungsfaktoren am Markt. Einerseits haben wir schwächelnde Konjunkturseiten, auf der anderen Seite steigen die Zinssorgen. Und dann gab es auch noch einige Gewinnwarnungen aus dem deutschen Leitindex. Wie es weitergehen könnte und wie Sie auf den DAX setzen können, darüber spreche ich jetzt mit Patrick Kesselhut von der Société Générale. Herr Kesselhut, schön, dass Sie da sind. Hallo, grüß Sie. Ja, ich habe es schon angesprochen. Der DAX stand in der vergangenen Woche etwas unter Druck. Auch am Montagvormittag schwächelt der deutsche Leitindex. Mhm. Es gibt ja einige Probleme für die Anleger, die Sie gerade sehen. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Entwicklung beim DAX? Ja, der Gegenwind nimmt momentan ein bisschen zu. Also wir sehen nicht nur hier natürlich den Rückgang aus der letzten Woche, sondern auch heute schon wieder. Wie angesprochen, das sind einfach Einkaufsmanager-Indizes, trüben sich ein, sind auf dem Dreijahrestief. Die Auftragseingänge der Industrie wirklich gehen doch deutlich zurück. Das heißt, man arbeitet bisher noch die bestehenden aus Corona-Überhang ab, um das so zu sagen. Und dann, ja, einfach die Stimmung wird ein Stückchen schlechter. Das merkt natürlich der DAX. Man muss aber auch sagen, es gibt ein bisschen unterstützenden Faktor, und zwar die Gewinnsituation der Unternehmen. Insgesamt ist immer noch sehr gut, sodass der DAX aktuell mit den aktuellen Gewinnschätzungen unterstellt, mit einem 11er Kurs-Gewinn-Verhältnis noch ziemlich günstig im historischen Schnitt bewertet ist. Und das, wenn man beachtet, dass der DAX seit Jahresbeginn trotzdem noch knapp zweistellig im Plus ist, also ist ja seit Jahresanfang auch schon gut gelaufen, und Sie denken, bullische Anleger müssen jetzt nicht besorgt sein beim DAX? Das ist die Frage, ob man jetzt wirklich absichern will. Absicherung kostet immer natürlich Geld, das ist mal das eine. Man kann als Anleger aber auch zu anderen Produkten beispielsweise greifen, zu konservativen Anlageprodukten, die eine Barriere zum Beispiel eingebaut haben, und kann damit auch gewisse Kursrücksätze auffangen, ohne gleich jetzt irgendwie sein Depot komplett abzusichern oder gar Teilverkäufe zu tätigen. Das wären so Produkte einfach wie ein Bonuszertifikat als Beispiel, mit dem man dann hier, wie gesagt, im defensiven Bereich aber auch agieren kann. Mhm. Herr Kesselhut, Sie haben uns ein solches Produkt auch schon mitgebracht. Wenn man jetzt als Anleger eine Marktmeinung hat und sagt, ich möchte auf den deutschen Leitindex setzen, kann es ja aber auch sein, dass die nicht eintritt. Und wo kommen da die Versicherungen ins Spiel? Genau, das sind dann hier, wie schon gesagt, die Barrieren. Also hier sitzt ein Bonuszertifikat, ein ganz klassisches, einfach mal abgebildet, mit einer Barriere bei 13.000 Punkten und einer Laufzeit bis zum Ende diesen Jahres. Das heißt, wenn die 13.000 Punkte im DAX halten bis zum Dezember, dann gibt es eine feste Rückzahlung in Höhe von Bonusbetrag, das sind 195 Euro. Dafür zahle ich aktuell knapp 100, nicht ganz 183 Euro. Das macht also eine Rendite von 7% auf die Laufzeit von knapp nur noch einem halben Jahr. Ist also relativ hoch aktuell. Und ja, das Ganze ist, wie gesagt, so, dass es eben diesen festen Betrag gibt, auch wenn der DAX fällt. Er darf nur die 13.000 Punkte nicht berühren oder unterschreiten. Wenn er sie doch berührt oder unterschreitet, ist das Geld aber nicht sofort weg, sondern nur ein Teil des Produktes, was sozusagen entfällt. Also das Produkt, man kann sozusagen, fällt ein Stückchen runter um diesen Baustein, der da eingebaut ist, der diese Sicherung darstellt. Das heißt, man verliert sofort ein Stückchen und bewegt sich ab dann wieder mit dem DAX mit. Also wenn der DAX dann noch weiter fällt, verliert auch das Produkt weiter an Wert. Aber wenn der DAX wieder steigt beispielsweise, kann auch dieses Produkt wieder steigen oder sogar auch in den Gewinn kommen, abhängig davon, wie stark eben der DAX dann steigt nach diesem Barriereereignis. Wichtig ist, dass der DAX am Fälligkeitstag Mitte Dezember oder Ende Dezember dann über der 13.000-Punkte-Marke notiert. Ist das richtig? Genau, wobei die Beobachtung während der ganzen Laufzeit ist. Das heißt, die Barriere ist aktiv über die komplette Laufzeit bis zum Laufzeitende oder hier bis zum Fälligkeitstag eben. Es gibt Produkte, da ist die Barriere auch nur am Ende aktiv. Die haben dann meistens einen Zusatz Pro im Namen. Das wäre dann noch mal ein Stückchen mehr an Sicherheit. Aber so ein Produkt haben wir hier jetzt nicht. Hier ist wirklich die Barriere komplett aktiv über die Laufzeit. Und man muss natürlich dazu sagen, die Barriere kann man auch frei wählen. Also es gibt Barrieren in allen Punkteordnungen, 12.500, 12.000 noch konservativer. Und je weiter die Barriere weg ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sie berührt wird. Desto mehr Sicherheit habe ich natürlich, aber desto geringer ist dann auch die Rendite natürlich am Ende. Weil diesen Zusammenhang Rendite-Risiko, den kann keiner aufheben am Schluss. Von daher muss man da als Anleger wirklich schauen, wie viel Sicherheit möchte ich haben, wie viel Puffer und was für eine Rendite kann ich dafür dann erzielen. Herr Kesselhut, Sie haben uns dieses Produkt ja auch exemplarisch mitgebracht, und Sie haben es gerade auch schon gesagt, Sie bieten zahlreiche Produkte zu verschiedenen Konditionen an. Die können Anleger dann auch an ihr persönliches Risikoprofil anpassen und sagen, okay, 13.000 finde ich unwahrscheinlich, ich wähle ein Produkt, wo die Barriere beispielsweise bei 14.000 Punkten liegt oder ähnliches. Da kann sich auch jeder wahrscheinlich bei Ihnen irgendwie beraten lassen, oder?
Beraten nicht. Wir haben eben eine Webseite, auf der alle Produkte drauf sind und ein ganz einfaches Suchtool. Da kann man wirklich angeben, welche Laufzeit suche ich denn, welche Barriere. Dann werden die entsprechenden wenigen Produkte, die übrig bleiben, nur noch angezeigt, auch mit der Rendite schon dabei. Und da kann man sich dann relativ einfach und schnell sein Produkt auch aussuchen. Okay, also Anleger schauen dann. Sie haben jetzt mal beispielhaft ein Produkt vorgestellt. Mit diesem Produkt kann man auf den deutschen Leitindex setzen. Man investiert heute etwa 183 Euro, hat dann eine Renditechance von etwa 7%. Und das Produkt läuft bis Ende des Jahres. Wenn man sagt, okay, meine Marktmeinung geht nicht auf, kann man sich dann aber auch noch von dem Produkt trennen oder ist man daran gebunden? Nee, man muss nicht bis zum Ende durchhalten. Man kann tatsächlich das Produkt während der ganz normalen Laufzeit börsentäglich handeln, von morgens bis abends, von 8 bis 22 Uhr stellen wir dafür einen Preis. Das heißt, man kann es jederzeit auch dann wieder verkaufen, wenn man es nicht möchte. Mhm. Und der Verkaufspreis ist natürlich hier modellgetrieben, also der hängt nicht wie bei einer Aktie von Angebot und Nachfrage ab, sondern wirklich, man kann ja diesen Preis errechnen aufgrund der Komponenten, die enthalten sind. Das heißt, wir als, man nennt das Market-Making-Prinzip, stellen immer einen Kurs liquide für diese Produkte, sodass man eben ständig kaufen und auch wieder verkaufen kann. Herr Kesselhut, gibt es abschließend noch etwas zu sagen, was Anleger oder Zuschauer, die das Produkt jetzt interessant finden, auf jeden Fall wissen sollten? Was muss man beachten beim Investieren? Ja, es gibt nur eins zu beachten, neben dem Marktrisiko, was man natürlich auch hier trägt als Anleger, ist zu beachten, dass das Emittentenrisiko auch noch gilt. Das heißt, ich muss ja auf die Bonität des Emittenten schauen, denn diese Produkte sind nicht wie ein Fonds beispielsweise gegen Ausfall versichert. Das heißt, wenn der Emittent zahlungsunfällig würde, würde man hier aus der Konkursmasse dann am Schluss bedient werden. Okay, Patrick Kesselhut, ganz herzlichen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse an der Sendung zum Deutschen Leitindex mit Patrick Kesselhut von der Société Générale. Ich hoffe, Sie sind das nächste Mal auch wieder dabei. Viel Spaß beim Investieren und bis dahin, machen Sie es gut.